Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS-Leute, willkommen hier zurück auf einer, bei einer weiteren Folge. Ja, gerade mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Auf einer weiteren Folge macht keinen Sinn, oder was? War das? Auf einer weiteren Folge macht keinen Sinn. Ja, so, grammatikalisch gesehen nicht richtig. Kommt wieder der Deutschlehrer raus. Ja, wir haben es geschafft. Es ist ein Jubiläum. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der neuesten Version vom LS19 Alpine Landwirtschaft DLCs und der Ladewagen, also der grüne Ladewagen, wurde geupdatet. Den mussten wir jetzt uns gerade neu kaufen. Den holt jetzt Philipp nochmal ab. Geld wurde gut geschrieben, das passt. Weißt du, was dir gerade auch auffällt? Ja. Das Hellwerden ist weg. Das was ist weg? Dieses Hellwerden ist weg. Okay. Wenn man in den 90 geht. Achso. Nee, das ist schon noch da. Doch, doch. Beim Stall ist es weg. Also bei dem kleinen Stall, was jetzt ich hier fahre, ist es noch da, also beim Nenzker. Aber ich glaube, das soll auch so. Ja. So, ich klar jetzt hier die Stelle nochmal aus, weil ein bisschen. Wo stecke ich denn fest? Nicht so gut gefahren bin. Ich weiß es nicht. Jetzt, Alter. Der alte Ladewagen ist niedelnagelneu. Du musst auch. Wo hängst du denn? Ich bin inzwischen wieder frei, aber mich hat irgend so ein blöder Audi-Fahrer... Alter! Was ist los? Ich glaube ehrlich, ganz ehrlich, das Update war keine gute Idee. Wieso? Also allererst, das crasht mich erstmal so ein komischer Audi-Fahrer, volle Möhre weg, jetzt auch noch ein LKW, ich hab keinen Bock mehr. Ja, und was wir rausfinden haben, der Helfer will irgendwie nicht mehr. Also wir haben den B-Trag angesetzt, das wird immer rausgesprungen, ich weiß nicht weshalb. Leider mag er mich nicht, wenn ich ihn ansetze, versuchst du dann einmal nochmal, weil bei mir. Nee, hat er keinen Bock, Sacker. Naja, mal. Kann man nichts machen, ne? Ja, machen wir erstmal ein bisschen. Nee, nicht Country. Ja, ja, Popradio. So, machen wir mal Popradio an und gönnen uns mal nochmal ein Schlückchen, ne? Oh, Scheiße, ich hab mein Handy drin noch an. Ich hab ein Bing gehört, aber ich glaube, wenn da auch. Okay, ich schalte mal auf, stimmt, warten Sie mal kurz. Hab's einen kleinen Moment, kommt bei mir auch noch, Junge. Das war einfach so random im Livestream auf YouTube. Ja, bei mir auch gerade. Oh, nee. Jetzt sitzt die Post. So. Wo sind denn da? Ich kann doch. Also, ich weiß nicht, also teilweise fährt er wieder vorne, dann einfach rausgegangen, weil ich sage, er hat keinen Bock mehr, aber. Keine Ahnung, wo Nummer der hat. I don't know. Oh. Haben wir da noch vorne noch ein Stückchen? Haben wir es dann hier unten schon? Glaub schon. Guck dann nachher nochmal auf die Karte. Sieht aus, wenn es ganz fein geschneidert hier. Und sag ist tatsächlich fürs Wochenende wieder kalt an. Habe ich gehört. Echt? Hm? Echt? Mhm. Regen und kalt. Regen also, und kalt. Laut Wetterdienst. Die Tage war es jetzt relativ schön, das Sonnenschein. Hm? Wie viel kostet so ein Rigi-Truck? Rigi-Truck? Ich glaube. Die waren jetzt auch nicht so billig, 100.000. Also wenn es der große ist, glaube ich auch so um die 100.000. Glaube ich, ist nur eine Vermutung, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und das wundert mich auch, wenn das recht den ganz Zug, hätte ich eh nicht genommen. Der Zug ist jetzt verfügbar, ich weiß nicht was da steht. Keine Ahnung oder was das heißen soll. Ah ja, den Steier Expert wird man auch nochmal holen. Mhm, da wäre noch so ein schmuckes Teil. Da wo vielleicht der Büro drauf geht, was? So. Da kann ich irgendwie sagen, was dieses der Zug ist jetzt verfügbar steht. Also entweder heißt es, er ist gerade auf der Map unterwegs, das heißt man kann reintappen. Oder ja. Wir müssen dann noch ein paar Sachen entdecken, weil das ist die neue, wie ich eben schon gesagt habe, die neue Version. Und so Profi, wie wir natürlich sind, haben wir natürlich nicht reingeguckt in die Changelog, was denn da jetzt alles neu ist. Jo.
Aber es läuft noch alles flüssig, wir haben keine Fehler. Im Gegensatz zu Raptor Verheide. So. Wunderbar, wunderbar. Was machst du jetzt? Ich schau grad ein bisschen durch, was der Stern kann. Achso. Also ein Rihidra, glaube ich, lohnt sich einfach nicht, weil, weil für unsere PS-Klasse, der geht, glaube ich, nur 100 bis 180, glaube ich, maximal. Soweit ich weiß. Und 180 PS übertrumpfen auf jeden Fall schon mit einmal mit deinem Steuer und mit meinem. Was war nicht ganz realistisch. Ja, der Steuer-Expert hat aber auch bloß 160 PS. Ja, aber wobei. Kann halt keine Pflegebereifung. Warte mal, was hast du gesagt? Wie viel PS hat maximal der Regitrag? 180, glaube ich. 150. Oder 150, ja. Oder als was willst du den Traktor, für was willst du denn einsetzen, oder? Der ist halt sauwendig, weil er hinten auch lenken kann. Ja, aber brauchen wir jetzt so einen wendigen Traktor? Halt noch mehr als außer fürs Mähen. Also wo wir jetzt einen wendigen Traktor brauchen, wüsste ich jetzt nur das Mähen, ansonsten... Wüsste ich jetzt gerade so spontan gar nichts. So, guck mal kurz nach. Bisschen hier aussieht, ja, fliegen braucht es immer. Jo, es wurde gekalkt, wunderbar. Und dann wollen wir jetzt da noch hin und da und jo. Wie schon, was haben wir noch für uns? Ah, ich muss euch mal auffüllen, weil ich bin fast leer. Fangen wir mal unseren Weg schön hier runter. Oh, hier liegt noch ein bisschen Heu. Bei mir hat der Ding. Wir brauchen Gülle fast, Flo. Hm? Oh. Gülle fast? Ja. Why? BGA. Ja, ach so, stimmt. Das hab ich ganz vergessen. Ein bisschen vorfahren. So, jetzt sieht's besser aus. Aber dann ist halt die Frage, was für eins wollen wir da nehmen? Kein großes, ein Einachs auf alle Fälle rein. Maximal eine kleine Zweiachse. Ja, ist aber 6 Kubik. Wir brauchen halt auch eins, wo keine Federung hat. Ja. Zunahmer, soweit ich weiß, ist Zunahmer die einzige Firma, die keine. Ja, ich weiß nicht, so ein Federn altes, so ein altes kleines Kirchner Zweiachsfass. Hat auch Blattfedern drin. Ja, aber ich weiß nicht, gibt's so ein Schosskind, kleine Süße? Okay. Joske ja. Baut auch Blatt. Nein, Zunhammer baut keine ein. Zunhammer. Ja, ja. Gibt's da schöne? Du, das Schöne ist Ansichtssache. Ja, nee, ich mein Dingens. Den Mod meine ich. Ja, ja, gibt's schon welche, ach so, aber schöne Sachen. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, weil du kommst mir relativ leise vor. Ja, bin ich auf 200% hier. Warte mal, ich könnte mal bei der Logitech ein bisschen lauter stellen. Ja, du bist ein bisschen leise gestimmt. Ja, du bist gerade echt richtig leise. So besser? Ja, so ist wieder besser. Das Endresultat sieht man dann sowieso erst in der Aufnahme. Aber für meinen Geschmack war es schon ein bisschen leise. Ja, ich habe mich jetzt von 75 auf. 19. Achso, hinten braucht er gar nicht mehr kalken. Okay. Da ist das Erb, oder? So, meinst du mal ein bisschen näher Raum hier? Oh. Jetzt sind wir wieder drauf. Ach ja, ach ja. Hab ich dich gerade hupen gehört? Die verrückt ist. Ich hab nicht gehupt. Okay.
Typen. Aber irgendein anderes Geräusch dann, was ich so gehört habe. Ja, es sind immer viele andere Geräusche unterwegs hier. Kann ich überhaupt? Ja. Halt zwar nur die Hälfte, aber gut. Anderschalten. Ja, und rüberziehen. Komm schon. Ja. Jawoll. Steier hat's geschafft. Ich weiß gar nicht, wie sieht es bei der BGA aus? Silo fast leer. Ah, okay. Ist es schon fast leer? Ja. Ui. Da bin ich jetzt tatsächlich auch echt mal gespannt auf die Einnahmen, die wir da kriegen. Also ich habe jetzt einen Tag lang permanent durchfüttert. Ja gut, ne? Da geht dann natürlich gut was weg. Hoffentlich. Mhm. Ich habe jetzt auch einen Trick rausgefunden, wie man das Silo an den Rand da wegbekommt. Mhm. Wenn man nicht längs drin fährt, sondern quer. Letztens schon oder erst nach dem Update? Jetzt erst. Da kann es entweder einerseits dran liegen, du hast einen Trick rausgefunden, oder es haben die irgendwie gefixt, dass das dann nicht mehr reinpackt. Oder beziehungsweise wenn man es rauskriegt, besser gesagt wieder. Das kann auch sein, ja. Ich habe wieder auf den Boden abgeladen. Perfekt. Jetzt läuft der MP-Truck, ne? Ja. Hm. Hat er mich anscheinend einfach nicht gemocht. Gut. Der hat bei dir komisch weiter nicht geschalten. Und da kann es natürlich liegen, weil wenn er abstirbt. Der war bei dir in der höchsten Gang. Okay. Ich hab den erstmal runtergeschaltet, dann ging's. Bei mir war der eigentlich im normalen Gang. Oder was ist normalen Gang? Im passenden. Naja, vielleicht hat es einfach irgendwie ein bisschen was verpackt, keine Ahnung. So. Dann haben wir so wie diese Wiese auch gepackt, wunderbar. Komm hoch hier. Mal gleich mal runterschalten. Ui. Nee, das Garant ist eine Achsrige, brauchen wir nicht nehmen, weil das hat eine Federung drin. Wir haben sowieso keine gescheiten drauf. Wir haben überhaupt Gülle drauf? Nee, ne? Glaub nicht. Das wird so nix. Das wird so nicht. Das Jos gehört auch. Das einzige, was wir nehmen könnten, ist das für ein. Ach, wie heißt der denn? Unitrag. Unitrag, aber das ist halt ultra klein. Ja, nee. Ich würde da schon gucken, dass wir halt einen Mod raussuchen. Ich kann auch den Standard Zunahme nehmen, weil das hat keine Federung dran. Ja, aber das ist doch zu groß, oder nicht? Ja, wobei. An sich ist das. Wir haben 240 Steier. Ja, eben. Also, wir fahren damit 200 PS, 180 rum. Und dann mit 250. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, bevor wir das dann im Standard kaufen, dass wir uns gucken, ob wir einen schönen Mod finden, noch ein anderes oder ein schönes Tun haben. Ich nebenbei mal schauen, weil ich habe nichts zu tun. Ja, kann ich gerne machen. Oder geht's rein? So. Wenn wir hier mal ein bisschen weiter runterfahren, dass hier auch noch mitgekalkt wird.
Güllefest. Ein Einachs-Regest. Entweder Einachs oder Zweiachs. Zweiachs wird auch noch gehen. Ja, wir fahren nicht unbedingt jetzt gerade mit dem Petra oder einem Büro oder einem kleinen Netzgesteirer, oder? Das heißt von dem her. Ich weiß halt nicht, ob das eine Federung hat, weil. Na gut, in der letzten würde es jetzt nichts ausmachen, aber in Real Life. Ja. Schreibt es um. Weil der stört schon so aus, als wäre wenn es eine Federung hätte. Okay, nee, das ist schon mal nötig für uns, weil das, da brauchen wir das komische Schlauchsystem nicht. Ach so, ja, nee. Feier ich nicht ganz so. Es ist halt realistisch, aber wir können es hier sowieso nicht nutzen, weil wir haben keine Anschlüsse. Bis auf den Kuhstall, der Herz war ein, aber. Realistisch ist halt schon, weil du kannst, ja. Aber. Wenn wir natürlich nichts haben, wo wir es anstöpseln können, können wir es auch nicht benutzen. Das heißt, in dem Moment fällt es weg. Wir können das Briri nehmen. Briri? Briri. Ich weiß gar nicht, wie das momentan das ausschaut. Oder welches das ist. Also mal gucken, ob ich das dann nochmal schnell einblende dann. Und versucht. Brüri fällt Field Master. Ja, Steuer. Ich hätte 15,5 Kubik Sonama gefunden. Mhm. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schleppschlauch. Ich schicke mir mal den Link rein. Ja. Oder warte mal, sollen wir mit Schleppschlauch überhaupt arbeiten? Ja, okay. Ja. Ja, wobei. Ist halt die Frage. Wenn wir gleich uns einkuppern auf dem Acker, dann brauchen wir es nicht. Ja, auf dem Acker. Momentan ist es noch zugelassen auf die Wiesen. Steppschlauch ist halt das Ding, weil wir haben halt einfach nicht sehr, also die Wiesen sind nicht gerade. Sondern halt einfach Berge gelegen. Und ich weiß nicht, ob da Steppschlauch dann so die gute Lösung ist. Für Felder ja, aber für die Wiesen. So, dann haben wir hier eigentlich auch schon gleich alles. So, da haben wir noch einen kleinen Streben. Oh, sind wir hier auch durch. Ah ne, oh. Eieiei, da ist noch. Da ist schon ein größerer Teil. Eieiei, fast übersehen du. Nein, nein, nein.
So, der Kalb, ja, reicht noch. Das ist gut. So, jetzt haben wir es aber. Gucken wir da vorne nochmal. Also, soweit ich weiß, die Wiese braucht nicht. Ah, der Mais gedeiht auch schön. Da brauchen wir dann auch einen Häcksler. Hier. Naja, nicht unbedingt. Hm? Wir brauchen nicht unbedingt einen Häcksler. Ja, okay, wir können noch einen Anbau nehmen, aber. Mal, wir können jetzt Vollgas wegfahren. Gucken wir mal kurz nach. Gekalkt, gekalkt, gekalkt. Braucht nicht. Hm. Ich hätte noch ein 12 Meter Anbaugerät. Würdest du einen Hammer? Ich würde es zu einen Hammer. Ne, 7,2 schaut sogar besser aus. Ich schicke dir da auch mal den Link rein. Mhm. Ja, warte mal, passt das überhaupt schon? Doch, schaut schon so aus. Komm, ich bin richtig ausgestorben, die Straße fährt gar keiner. Ah, da ist wahrscheinlich Stau wegen vor dem Unfall mit Lupsi. Gar nicht wahr! Mann! Der Steier hat's überlebt, sagst du? Die Vorderachse nicht. Oh. Das ist ungünstig. Wir können den Mais aber auch dreschen. Ja, wann. Da brauchen wir dafür auch ein Gebiss. Also ist wurscht, ob wir häckseln oder ein Dreschen. Ich muss ehrlich sagen, so eine schöne Häckselaktion wäre auch mal wieder was. Nehmen wir dann extra Gehänge oder? Ja, also mit unseren, hm. Weiß nicht, ob das so gut wäre mit oder so gut mit denen zu häckseln ist. Also ja, es wäre möglich, aber. Ja, das ist, du löscht einfach 30 km/h. Nein, darf ich nicht. Doch, du läufst 30, weil man kann mit dem Laufen oder beziehungsweise mit dem Sprinten ein Auto überholen. Und die Autos fahren alle 30. Also wow. Läufst du ein bisschen schneller. Also bist du schnell unterwegs, ja? Njom! Alter, du haust mit dem Kerl, man an der Heieiei. Mach die Scheiben zu. Der wäscht mir alles. Nass. Warte mal, Fenster. Der Zug ist jetzt verfügbar. Was soll denn das? Keine Ahnung. Mein Gewicht. Jetzt ist laufen, ne? Mein viel Gewicht vorne noch, das noch, weil mein Schlepper dreht. Nur noch ein bisschen. Ich bin reingesprüht. Ich hab die Scheibe zu, ha. Ne, bei mir ist die off. Oh Mann. Ich sehe die Symbole nicht zum Öffnen, ne Mann. Hast du noch eine Seitenscheibe aufgemacht? Mhm. Sind jetzt die Symbole hin, hallo? Ah, da. Boah, die sieht man nicht so, diese, weil es so weiß ist. Vielleicht, was mir gerade auffällt, wir können auch hier die Ladewege reinstellen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie da so gut. Oh Gott, da ist eine Wand. Ob sie da so gut reinpassen. Die Frage ist, ob unsere Hänge hier reinpassen. Ich würde die tatsächlich zusammengehängt lassen. Ja, 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 deswegen ja, aber die kannst du hier hinten Durchgang machen. Ach so, nee, die werden auf gar keinen Fall da rein. Wenn, dann müssten sie vorne und hinten rausstehen. Ansonsten passen die. Wenn der Dresch hier reinpassen würde. Ja. Ich schau mal, ob der Dresch hier reinpasst. Kannst du machen. Immer zwar, ja, aber bei könnte sogar sein, dass es klappt. Könnte knapp sein. Von der Höhe her halt.
Weil dann kann man nämlich da wieder unsere Hänger reinstellen. Was geht, passen die da rein? Da sind immer noch 12 Liter Sojabohnen drin. Was, 12 Liter? Ja, 12 Körnchen. Ja. Das sind 12 Liter eigentlich dann. Was da drin sind. Hast schon was gesagt, hast du das erst. Oh, hier ist noch Kalk. No. Oh wow. Ich hab mir gerade meinen eigenen Weg versperrt. Wow. Ja gut, ne? Da kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ja, noch ein Stücken. Was? Wenn ich das nicht, wenn das nicht knapp ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, das könnte ganz, ganz knapp werden. Warten es Sie? Ist auch ganz, ganz. Alter! Ich komme. Spektakel. Die Antenne wird zwar jedes Mal in Mitleidenschaft gezogen. Also, ja. Deswegen. Nein, ich meine von der. Seite. Warte, das kann ich aber irgendwo wieder einklappen hier. Mhm. Oh Gott. Das war das Falsche. Aber da, warte, stopp, warte mal, bleib mal stehen. Fahr mal nochmal zurück. Ja, bleib stehen. Ah, mit außen geht nur. Dann kannst du die vorklappen. Soll wieder ausklappen? Toll. Warte mal, wir brauchen den Truck. Ich brauche einen Diesel. Steht der Bührer frei? Nee, da habe ich jetzt gerade einen Steuer von ihm parkt. Aber den kann ich nehmen. Der ist noch ein Ticken wendiger. Naja, würde ich nicht sagen. Ja, doch, der ist auf jeden Fall kleiner. Oder kürzerer Radstand als wieder Bührer. Und schmäler. Aber du weißt halt nicht, oh, da ist die adaptive Lenkung an. Hm, was meinst du? Ja, aber du weißt ja nicht, ob der Bührer mehr einlenkt, weil das ja Bergbullo. Achso, ja, kann man sehen. Stimmt, hast du recht. Aber wir haben nichts mehr zu tun und wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den Rundfunk auf Grab färben, falls er nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde. Gerade immer lassen uns der PNDC zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.